Jetzt nochmal zur digitalen Langzeitarchivierung und der Zusammenarbeit im Kooperationsnetzwerk Nestor. Nestor reiht sich ganz gut ein in die Beispiele der sparten- und länderübergreifenden Kooperationen, die wir jetzt hier im letzten Panel betrachten. Und gleichzeitig möchte ich auch nochmal den Dreiklang aufnehmen, den Herr Klimpel gestern in der Eröffnung der Konferenz gesetzt hat. Zusammenarbeiten wollen, zusammenarbeiten dürfen und dann muss man es auch noch tun. Also Nestor ist ein Beispiel dafür, wo Partner zusammenarbeiten wollen, mit einer Kooperationsvereinbarung einen Weg gefunden haben, es auch zu dürfen. Und seit inzwischen 2003, seit 14 Jahren, tun wir es auch ganz erfolgreich in Nestor. Nochmal zum Hintergrund der digitalen Langzeitarchivierung, was ja das Thema in Nestor ist. Per Definition geht es uns eben darum, digitale Informationen langfristig verfügbar zu halten, wobei wir nicht von 5 oder 10 oder 15 Jahren sprechen in Nestor, sondern an die unbestimmte Zukunft denken, die sich unendlich erstrecken kann. Also wichtig ist es eben, dass wir Medien- und Technologiewandel im Blick haben und also wirklich an Zeiten denken, wo heutige Hardware nicht mehr existiert, wo ganz andere Software existiert, wo Schnittstellen nicht mehr verfügbar sind. Und darum geht es, den Partnern in Nestor für diese Zeit zu planen und vorzusorgen. Lösungsansätze der technischen Art gibt es auch schon, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Bitstream Preservation bedeutet, dass der Datenstrom gesichert werden soll. Also dadurch, dass er zunächst mal vom Datenträger getrennt wird oder wenn es Informationen gibt, die originär im Internet veröffentlicht wurde, dann geht es darum, diese Informationen erstmal zu sichern. Und dann, wenn wir an Technologie- und Medienwandel denken, durch technische Strategien wie Migration oder Emulation, die Daten immer in den dann aktuellen Systemumgebungen eben wieder verfügbar zu halten. Das heißt, dass man sie öffnen kann, dass man sie nutzen kann und dass man sie je nach Anforderungen der Zielgruppe, denn die Zielgruppe ist dann eben auch ganz wichtig, wenn wir in die Zukunft denken, je nach Anforderungen der Zielgruppe eben auch weiter verarbeiten kann. Das so zum Hintergrund. Was hat es mit der Langzeitarchivierung auf sich und was verstehen die Nestor-Partner darunter? Und um welche Herausforderungen geht es dann eben oder welche begegnen uns, wenn wir an der digitalen Langzeitarchivierung arbeiten? Also die Herausforderungen sind mannigfaltig und lassen sich mindestens in 4 Kategorien unterteilen. Die technischen, da geht es dann eben darum, Strategien wie die von mir gerade benannten Migration und Emulation zu planen und an großen Mengen Dateien auch zu vollziehen. Da geht es um Dateiformate, welche haben wir, welche kennen wir. Es geht um Metadaten, was wissen wir über die Daten, über die Dateiformate. Also der technischen Fragestellungen sind viele. Dann geht es um organisatorische Fragestellungen. Wer macht eigentlich schon was? Wer sammelt schon was? Wer setzt welche Schwerpunkte? Wer kann was? Wo gibt es Expertise für bestimmte, auch technische Fragestellungen? Dann die Herausforderungen finanzieller Art. Es ist einfach eine große Aufgabe, die da auf die Institutionen zukommt. Große Datenmengen mit komplexen technischen Anforderungen. Es ist eine sehr personalintensive Aufgabe, die da ins Haus steht. Und die rechtlichen Fragestellungen wurden auf dieser Konferenz ja auch immer wieder berührt. Bei der digitalen Langzeitarchivierung geht es fast immer um Vervielfältigungen und da steht dann das Urheberrecht in der Tür. Was darf man eigentlich machen, wenn man für eine Migration kopiert, wenn man in Emulationsumgebungen kopiert? Also die rechtlichen Fragen sind auch beinahe unendlich in dem Bereich. Wer sich mit der Langzeitarchivierung beschäftigt, kommt angesichts dieser Fragenflut dann auch schnell zur Überzeugung, dass sich die Herausforderungen der digitalen Archivierung eigentlich nur kooperativ lösen lassen. Denn letztlich stehen Dutzende bis Hunderte Institutionen, jetzt mal allein an Deutschland gedacht, vor den gleichen Fragestellungen. Es gibt eine begrenzte Anzahl Dateiformate, mit denen es dann alle Einrichtungen immer wieder zu tun haben und eine Lösung, die für ein bestimmtes Dateiformat in der einen Bibliothek funktioniert, wird auch in der anderen Bibliothek funktionieren und etwas angepasst, auch im Archivbereich und im Museumsbereich und wo immer wir hinschauen. Also Kooperation ist das Gebot der Stunde und diese Überzeugung führte auch schon 2003 zur Gründung von Nestor, dem Kompetenznetzwerk in der digitalen Langzeitarchivierung.
Das wurde nun zunächst bis 2009 in zwei Projektphasen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. 2009 endete die Projektzeit unwiderruflich und die damaligen Projektpartner, damals waren es 9, entschlossen sich, Nestor weiterzuführen, weil in den 6 Jahren einfach was erreicht worden war. Es war eine Plattform geschaffen worden mit einem digitalen Ankerpunkt, also mit einer Website, auf der ganz viel Informationsmaterial gesammelt worden war, aber auch Arbeitsstrukturen waren etabliert worden, Partner hatten Arbeitsbeziehungen geknüpft und in Nestor auch in eine institutionelle Form gegossen, in Arbeitsgruppen, in Austauschrunden, in regelmäßigen Veranstaltungen, und die Partner waren 2009 davon überzeugt, dass es dieses Netzwerk weiterzuführen gilt. So wurde ein Kooperationsvertrag unterschrieben, in dem alle Nestor-Partner sich verpflichteten, aus eigenen Ressourcen etwas beizusteuern. Die Nationalbibliothek hat die große Aufgabe übernommen, die Nestor-Geschäftsstelle zu führen mit einer Vollzeitstelle. Also an der DNB ist die Nestor-Organisation, das Nestor-Büro angesiedelt. Und die anderen, 2009 waren es noch 9 Partner, inzwischen sind es 20 Partner, steuern aus Personalressourcen einen bestimmten Arbeitszeitanteil in Nestor bei, um in Arbeitsgruppen tätig zu sein oder sonst die Arbeit des Netzwerks zu unterstützen. Und was für Arbeit das ist, das stelle ich Ihnen im Folgenden noch vor. Aber wichtige Botschaft, Nestor trägt sich ausschließlich aus den eigenen Mitteln der beteiligten Partner und erhält keine Drittmittelfinanzierung von nirgends her, nicht von den Ländern, nicht vom Bund. Es sind die Partner, die da engagiert sind. Die Zielsetzung von Nestor ist es nun, spartenübergreifend zu vernetzen. Das war von Anfang an, seit 2003, ein ganz wichtiges Anliegen von Nestor. Spartenübergreifend war es von Anfang an aufgebaut. Ziel ist es, Informationsaustausch zu organisieren, Aufgabenteilung, Standardentwicklung und die Nutzung von Synergieeffekten zu befördern. So, das sind die Partner, die in Nestor dabei sind. 20 Partnern, auch die Logos spiegeln das Spartenübergreifende wider. Es sind Archive dabei, Museen, Bibliotheken, Universitäten, Rechenzentren, Forschungsdateneinrichtungen, also wirklich eine große Bandbreite von Partnern, die sich in Nestor engagieren. Gerne hätte ich Ihnen gezeigt, wie weit die Nestor-Partner in Deutschland verteilt sitzen, aber die Folie ist verloren gegangen, irgendwo auf dem Weg hier auf den Laptop. Aber dann vermelde ich wenigstens die Zahlen. Also neben den 20 Nestor-Partnern sind es noch 80 weitere Einrichtungen, die sich in Nestor engagieren. Also es sind über 100 Einrichtungen, die sich an Nestor-AGs beteiligen, mit insgesamt 150 Personen. Also das sind die Leute, die aktiv, kontinuierlich in Nestor an verschiedenen Fragestellungen rund um die digitale Langzeitarchivierung mitarbeiten. Auch international ist Nestor vernetzt. Es gibt Kooperationsabkommen mit ähnlichen Netzwerken in den Niederlanden, in den USA, in Großbritannien, und es besteht ein reger, auch informeller Arbeitsaustausch mit Kollegen überall in der Welt. Nestor-Papiere sind ins Japanische übersetzt, werden in China rezipiert, in Amerika rezipiert. Also Nestor ist wirklich auch international in der noch überschaubaren Fachcommunity rund um die digitale Langzeitarchivierung, aber wirklich gut vernetzt und eingebettet. Dieses Schaubild hier gibt einen Überblick über die Bandbreite der Aktivitäten von Nestor. Als Schwerpunkte sind markiert die Qualifizierung. Nestor hat das Standardwerk für die Lehre in Deutschland herausgegeben, das Nestor-Handbuch, das einen Überblick über alle Themen der Langzeitarchivierung verschafft. Nestor engagiert sich in der Standardisierung, auch durch eine Zusammenarbeit mit dem DIN, dem Deutschen Institut für Normung. Da geht es dann darum, Standards für die Langzeitarchivierung zu etablieren oder international die Standardisierung zu rezipieren und in die deutsche Fachöffentlichkeit zu tragen. Der dritte Schwerpunkt ist die Vernetzung, die sich dann in Arbeitsgruppen manifestiert und auch in den Veranstaltungen, die Nestor übers Jahr verteilt immer wieder anbietet. Nicht zu vergessen sind die Nestor-Publikationen, in denen dann die Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppen auch kostenlos, also für alle zugänglich, auf der Nestor-Website veröffentlicht werden.
So, das waren jetzt die Arten der Aktivitäten, die wir in Nestor haben. Jetzt möchte ich nochmal einen Überblick über die Themen geben, die momentan aktiv bearbeitet werden. Die Arbeitsgruppen wechseln so nach Bedarf ein bisschen durch. Im Jahresrhythmus ungefähr werden je nach Bedarf der Nestor-Partner auch mal neue Arbeitsgruppen gegründet. Wenn eine Arbeitsgruppe ihr Ziel erreicht hat, wird sie auch mal zugemacht. Aber also da ist so ein kleiner Wechsel in den Themen gegeben, der immer den aktuellen Forschungsstand und die akuten Fragestellungen eigentlich auch widerspiegelt. Also hier sieht man die derzeit aktiven AGs, die auch öffentlich angelegt sind. Die sind nicht nur für Nestor-Partner da, sondern eben jede interessierte Institution oder auch Privatpersonen und Experten können da mitarbeiten. Um mal zwei herauszugreifen, die AG Forschungsdaten zum Beispiel veranstaltet 2 bis 3 Mal jährlich öffentliche Workshops zur Frage der Langzeitarchivierung von Forschungsdaten und arbeitet aktuell an einer Handreichung zu Datenmanagementplänen. Oder die AG AV Medien, die hat ganz intensiv den FFV1-Codec sich angeschaut und rezipiert, den Herr Bubestinger ja auch vorgestellt hat, und hat dann Empfehlungen für die Archivierung audiovisueller Materialien veröffentlicht, in denen auch dieser Codec eine Empfehlung erhält. So, dann hatte ich schon gesagt, Publikationen gibt Nestor heraus. Und der wichtigste Wissensschatz eigentlich ist in den Nestor-Materialien veröffentlicht. Da sind in den letzten Jahren immer die Arbeitsergebnisse der AGs erschienen. Also jetzt jüngst der Leitfaden für die Langzeitarchivierung audiovisueller Medien, den ich gerade schon ansprach, mit den Empfehlungen für den Codec. 2 Jahre zuvor hat eine AG Policy ihre Arbeit abgeschlossen, die eben Handreichungen erarbeitet hat für Institutionen, die sich dem Thema der Langzeitarchivierung erst nähern. Also wie kommt man dahin, eine Policy fürs eigene Haus zu formulieren? Welches sind die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man sich, seinem Haus, seiner Einrichtung ein Mandat für die digitale Langzeitarchivierung eigentlich erstellen möchte? Dann hat eine AG zur Zertifizierung von Langzeitarchiven gearbeitet. Das ist auch ein ganz wichtiges Serviceangebot von Nestor geworden, was ich gleich nochmal ausführlicher vorstellen möchte. Aber auch dazu gibt es Erläuterungen, was soll das überhaupt, eine Zertifizierung für vertrauenswürdige Archive, und wie kann man, wenn man eine Institution ist, die sich dafür interessiert, wie kann man das erlangen. Also der wichtige Wissensschatz Nestor Materialien, mit Fachthemen und Fachexpertisen, steht auf der Nestor-Website zum Download bereit. Dann möchte ich noch die Nestor-Edition erwähnen, wo die Nestor-Partner die Zusammenarbeit mit Hochschulen suchen, in denen zur digitalen Langzeitarchivierung gearbeitet wird und herausragende Arbeiten, also wissenschaftliche, in der Regel Abschlussarbeiten, Masterarbeiten, Promotionen, können bei Nestor zur Zweitpublikation eingereicht werden, werden dann in Nestor von einem Gutachtergremium begutachtet und dann gerne in der Reihe Nestor-Edition nochmal dem Fachpublikum zugänglich gemacht. Da sind in den letzten Jahren eben Arbeiten erschienen zur Datenbankarchivierung und zur Langzeitarchivierung digitale Schriftstellernachlässe. Also das sind dann so die ganz Fachpublikationen, die aus der Wissenschaft kommen. Und um das wieder auf der anderen Seite so ein bisschen einzufangen, gibt es eine ganz populäre Reihe, die vor 2 Jahren etabliert wurde, also eine Reihe mit Kurzartikeln, die aus der Praxis kommen, wo auf 2 Seiten Nestor-Kollegen also aus ihrer Praxis und Erfahrung berichten, zum Beispiel wie man mit einem bestimmten Werkzeug, mit Jove, Formate validieren kann, welche Vor- und Nachteile das Dateiformat TIFF für die Langzeitarchivierung hat, wie man mit Rechteauszeichnungen in der Langzeitarchivierung umgeht, also kurze, knackige Praxis- und Erfahrungsberichte findet man auch bei Nestor. Dann hatte ich jetzt schon über die Zertifizierung gesprochen. Das ist jetzt nochmal so ein eigener Bereich in Nestor, der nicht, also der auf jeden Fall vorgestellt gehört. In Nestor hat sich eine Arbeitsgruppe über viele Jahre mit Kriterien beschäftigt, die nach denen beurteilt werden kann, ob ein digitales Langzeitarchiv denn auch vertrauenswürdig agiert
Und basierend auf diesen Kriterienkatalogen kam es zu einer Normierung beim DIN und dann 2012 zur DIN 31644, Kriterien für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive. Und darauf basierend bietet Nestor nun ein Verfahren der erweiterten Selbstevaluierung an. Und wenn ein, also da können sich öffentliche Institutionen, Archive, Bibliotheken, Museen, wer immer ein digitales Langzeitarchiv betreibt, Forschungseinrichtungen an Nestor wenden. Idealerweise hat sich die Institution eben vorher selbst mit dem Kriterienkatalog auseinandergesetzt und reicht dann einer bestimmten Form auch folgend eine Selbstevaluierung nach diesen Kriterien bei Nestor ein, und Nestor Gutachter, also ausgewiesene Experten für die digitale Langzeitarchivierung, beurteilen dann diese Selbstevaluierung nochmal nach Plausibilität und nach, auch nach aktuellem Stand der Technik und Erfahrung. Und wenn das erfolgreich abgeschlossen wird, ist dann der Zertifizierungskandidat berechtigt, das Nestor-Siegel zu tragen. Und so, also das folgt dann wiederum der größeren Vision von Nestor, nach und nach zu einer stabilen, robusten Langzeitarchivierungsinfrastruktur in Deutschland auch beizutragen. Mit dieser Initiative stehen wir nicht alleine da, es ist kein Sonderweg, sondern es gibt enge Absprachen mit internationalen Kollegen, die sich dann widerspiegeln in einem Memorandum of Understanding mit einer internationalen Initiative aus dem Forschungsdatenbereich, das Data Seal of Approval, und eine ISO-Zertifizierung, ISO 16363, die ein noch ausgefeilteres Verfahren haben zur Selbstevaluierung von Archiven, und mit denen gibt es dann eben ein Abkommen und zusammen gibt es einen einheitlichen europäischen Zertifizierungsrahmen für digitale Archive. Also das als so ein wichtiges Angebot und eine Dienstleistung von Nestor, das denke ich, davon sollte man gehört haben. Dann möchte ich noch auf zwei wichtige Nestor-Veranstaltungen hinweisen, nämlich den Nestor-Praktikertag, wo sich die Nestor-Partner der Community öffnen. Vorhin sprach ich von ungefähr 100 Kollegen, 150 Kollegen und Kolleginnen aus über 100 Institutionen, die regelmäßig in Nestor mitarbeiten, aber die Fachöffentlichkeit, die das Thema betrifft, ist natürlich größer, und für die bietet Nestor jedes Jahr einen sogenannten Praktikertag an. Das ist ein Konferenzformat mit Vorträgen zu Fachthemen. Es gibt häufig ein Schwerpunktthema. In den letzten Jahren war das zum Beispiel die Formaterkennung und Validierung, oder ein anderer Schwerpunkt war LZA-Strategien. Wie ist eigentlich der State of the Art im Bereich Migration, Emulation? Und da trifft sich dann die Community, hört Vorträge und diskutiert aber auch ganz aktiv. Also das dient wirklich der Vernetzung. Auch diesem Format haben wir ein etwas populäreres für Einsteiger gegenübergestellt. Das findet auch noch nicht so lange statt, seit 2016 erst, Nestor for Newbies, Informationsangebot und Austausch für Einsteiger, wo zentrale Konzepte und Grundbegriffe der digitalen Langzeitarchivierung speziell für Einsteigerinnen und Einsteiger aufbereitet werden. Das wird ganz rege nachgefragt. Das nächste findet hier am 4.12. in der Nationalbibliothek statt. Und noch bevor wir das Thema gesetzt hatten für den nächsten Tag, erreichten die Geschäftsstelle schon Anfragen, wann eigentlich wieder eine Einführung in die digitale Langzeitarchivierung angeboten wird. Eigentlich hätte ich schließen wollen mit einer Folie zu den Herausforderungen in Nestor, denn jetzt habe ich Ihnen gezeigt, was gut funktioniert in Nestor, nämlich in Arbeitsgruppen zusammenarbeiten und Wissen auch öffentlich zur Verfügung stellen. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten, und der Schatten in Nestor ist eben die noch fehlende geschäftsfähige Organisationsform. Da treffe ich mich so ein bisschen mit Herrn Frischmuth, der vorhin ja auch über die DDB berichtete. Also dass es keine rechtsfähige Organisationsform gibt, das ist zwar noch ein Ziel der Partner, im Kooperationsvertrag haben die 20 Partner unterschrieben, dass die geschäftsfähige Organisationsform mittelfristig notwendig ist, aber noch ist sie nicht gefunden. Also das bleibt in den nächsten Jahren noch eine Hausaufgabe, daran zu arbeiten. Und die Stellenausstattung in Nestor ist auch nicht nachhaltig, sondern es wird im Dreijahresrhythmus neu geplant. Also die Nachhaltigkeit ist durch den Kooperationsvertrag zwar gegeben, also die Absicht, dauerhaft zusammenzuarbeiten, die ist vorhanden, aber es ist noch nicht zu Ende in Organisation und Stellen gegossen.
Und dann geht es auch darum, den Zertifizierungsprozess nachhaltig zu organisieren und personell zu unterfüttern, denn da auch da die 20 Partner, die aus Eigenressourcen eben immer so kleine Stellenanteile für Nestor zur Verfügung stellen, die müssen irgendein Modell in den nächsten Jahren erarbeiten, wie man der großen Aufgabe in einer nationalen Forschungsdaten- oder nationalen Daten- und Archivierungsinfrastruktur, wie man da also auch substanziellere Mengen von Zertifizierungsanträgen bearbeiten kann. Das sind so die Herausforderungen. Die Positionierung in der Entwicklung der immer noch im Entstehen begriffenen nationalen Forschungs- und Informationsinfrastruktur, die wollte ich auch nicht vergessen. Also auch da gilt es, Nestor als Kompetenznetzwerk für die Langzeitarchivierung, ne, da hat sich Nestor einen Ruf erarbeitet, aber das einzubringen in die größere, umfassendere, im Entstehen begriffene Informationsinfrastruktur, auch das bleibt eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Wenn ich Ihr Interesse wecken konnte, besuchen Sie Nestor auf der Webseite oder kontaktieren Sie uns oder folgen uns auf einem der hier genannten Kanäle. Vielen Dank.